Liebe Gemeinde, lang ist es her, seit wir das letzte Mal zu Alten waren. Heute ist es wunderbar Wetter, wir hocken im Ahrenbistro. Bei mir ist Kerstin Schulz, sie ist Regisseurin vom Theater am Richtplatz. Blumen, Bräute und Banditen. Eine dreifache Alliteration, oder? Kerstin, das Stück läuft schon mehr als eine Woche. Wie läuft es bis jetzt? Also ich finde, es läuft recht gut. Also wir haben erstmal grundsätzlich fantastisches Wetter. Also wir mussten noch keine Vorstellung, obwohl das stimmt nicht, wir mussten eine Vorstellung ausfallen lassen. Das war ein Mittwoch gewesen. Ist eh so ein kritischer Tag. Mittwochs spielen, Theater, das ist immer so, aber der fiel eben auch aus. Aber ansonsten hatte ich eigentlich so das Gefühl, dass es recht gut besucht ist und dass es den Besuchern auch sehr viel Spaß macht. Letztes Jahr war es ein klassisches Stück, ein griechisches Stück. Dieses Jahr ist es eine Komödie, eine mexikanische Komödie. Wie bringt man eine mexikanische Komödie auf eine Festung zu Aarburg? Ja, ganz einfach, indem man seine Fantasie walten lässt, ne? Indem man einfach ein kleines mexikanisches Dorf mitten in der Wüste, aber so ein bisschen steinig, hineinkreiert und einfach einen Saloon oder eine Kantina entstehen lässt und ein bisschen Western. Es ist ja nicht eine ausschließliche mexikanische Komödie, es ist ja eine mexikanische Western-Komödie, ja? Also es gibt dort zwei rivalisierende Banden, eine mexikanische und eine Westernbande, ja, also Cowboybande. Das muss man ja festhalten. Und deswegen ist es eigentlich auch durchmixt. Und es funktioniert hervorragend, weil die Umgebung ist super dafür. Man kann also wirklich, man hat ein Gefängnis gleich da, man hat alles da, Steine, also die Häuser eigentlich schon drumherum. Ich habe noch ein bisschen was dazu kreiert. Noch ein bisschen lebende Hühner gibt es auch auf der Festung zu sehen. Also es gibt auch was für Kinder, ne? Also sie können noch ein bisschen vorher spielen. Und es ist natürlich auch ein Bühnenbild zum Anfassen. Die Leute kommen rein und stehen schon auf dem Bühnenbild, ja, sehen sich schon mitten in diesem Dorf, in dieser Spielszene gefangen und sind dann eigentlich auch schon mittendrin im Spiel. Du hast Shakespeare, Dürrematt, Molière, Brecht, alles Mögliche inszeniert. Also grosse Namen. Kommt es darauf an, wer der Autor von einem Stück ist, oder kann man eigentlich jedes Stück umgestalten, als es an ein Freilichttheater passt? Das kann man natürlich, absolut. Das spielt keine Rolle, ob das irgendein namhafter ist oder ob es eben No-Name wäre, in Anführungsstrichen. Natürlich, ein paar Sachen sind natürlich gebunden, inszenierungstechnisch, also wo man also wirklich in ein Haus gehen muss, bestimmte Stücke, und es eignen sich eben bestimmte Stücke dreimal besser, also für Freilicht. Also das stimmt schon. Also ich würde nicht unterschreiben, dass man alles spielen kann. Also irgendein kleines Kammerspiel oder so würde nicht unbedingt so auf so einer Freilichtbühne wirken auch. Das wäre schade eigentlich um die Sache. Man muss die Sache ausnutzen. Aber es gibt genug Stücke von Bekannten und Unbekannten, die man spielen kann. Und es lässt sich eigentlich alles umsetzen, wenn man möchte. Gibt es ein Wunschstück, etwas, wo du unbedingt möchtest mal auf dieser Festung zu Arbeit inszenieren? Na, ich würde schon ganz gerne mal wirklich so einen richtigen Klassiker wieder dort oben inszenieren. Also ich finde Shakespeare fantastisch und da bietet sich also die Kulisse megamäßig dazu an. Es gibt sehr viele Shakespeare-Stücke, nicht immer nur die klassischen Romeo und Julia. Es gibt wirklich auch noch andere Shakespeare-Stücke, die sich dort wirklich wahnsinnig gut eignen würden. Und das würde ich gerne mal machen, ja. Du bist ja selber auch Sängerin, habe ich gesehen. Du singst in einer Band. Wie wäre es mal mit einem Musical dort oben? Durchaus, also ich meine, Lysistrata habe ich ja schon auch so ein bisschen angelegt, also da wurde ja auch viel gesungen mit einer Rockband zusammen. Ich mache jetzt gerade die Drei-Groschen-Oper in der Schützenmatt in Olten, das wird im September Premiere haben, Ende September. Ein bisschen Eigenwerbung noch, ne? Aber es ist natürlich völlig klar, dass ich sehr gerne etwas mit Musik mache und ich könnte mir auch vorstellen, dort oben mal ein Musical zu machen. Wie lange haben wir geprobt? Wie lange ist die Vorbereitungszeit, bis man so ein Stück Touraufführung hat? Also wir hatten jetzt ganz genau 7 Monate Probezeit gehabt. Das ist nicht viel. Man könnte eigentlich noch mehr Zeit gebrauchen, aber so in der Regel hat man so 7-8 Monate für ein Stück zum Inszenieren. Du arbeitest jetzt hier ausschließlich mit Laienschauspielern zusammen. Gibt es etwas, wo Laienschauspieler von Natur aus besser können als ausgebildete Profischauspieler? Also was schöner ist mit Laien, Profis schütteln vieles so aus dem Ärmel.
machen das. Das ist so für sie selbstverständlich. Und dadurch entsteht manchmal so was Eingefahrenes, so was Routinemäßiges. Wobei eben Laien sich alles wieder erarbeiten müssen. Und da ist dann eine ganz andere Leidenschaft dahinter und ein Spaß dahinter. Und das ist eigentlich das, was mich auch fasziniert. Und eben auch, um zu zeigen, Laien sind durchaus in der Lage, professionell zu spielen. Es steckt natürlich sehr viel Willen dorthinter und Mut und alles, aber können, tun sie es. Kerstin, Blumenbreite und Banditen ist dein zweites Stück, das du inszenierst auf der Festung. Geht es noch das dritte nächstes Jahr? Ja, das ist jetzt hier halt die Frage. Also nächstes Jahr so und so nicht. Sie machen ja mal alle 2 Jahre. Und ob der Verein sich entschließt, mich wieder zu nehmen, dass ich Regie führe, das kann ich natürlich nicht beeinflussen. Das entscheiden andere Gremien dort, künstlerische Leitung und so weiter und so fort. Aber ansonsten würde ich gerne noch mal ein drittes Stück machen dort oben. Blumenbreite und Banditen läuft ja immer noch. Wie lange noch? Also es läuft jetzt genau noch 14 Tage, so jeweils immer Donnerstag, Freitag, Samstag. Und Billett hat es noch ein paar wenige? Ja, ich würde sagen, die Leute sollten sich ranhalten, ja? Sonst sind sie weg. Aber ein paar wenige Karten gibt es noch und ich glaube, jeder, der nicht kommt, der verpasst was. Unvergleichliches Theater vor unvergleichlichen Kulissen. Arbig, Richtplatz, Blumenbreite und Banditen noch die nächsten 2 Wochen. Also ich wäre etwa geschwind ein bisschen Billett kaufen, wenn ich euch wäre, weil sonst hätte ich es keine mehr. Salami. Salami hast du gesagt? Ja. Blumenbreute und Banditen, eine Western-Komödie von Ulrich G. Engelmann. Vom 28. Mai bis 25. Juni auf der Festung Arbig. Tickets gibt's unter www.richtplatz.ch oder beim AWEG-Shop Arbig Auftrigen.